Ich mich auch nicht. So, hallo liebes YouTube. Der Flo und ich, wir sind jetzt auf dem Weg nach Niederaula zu dem Jahresabschlussseminar mit der folgenden Prominenz: Markus Rühl, Matthias Botthoff, Tim Budesheim, Manuel Bauer und der lieben Martina Olesch. Wir haben keine Ahnung, was uns da jetzt eigentlich genau erwartet. Ob da so ein Jahresfeedback geben wird oder ob man einfach Bodybuilding-Talk macht. Aber war ziemlich cool, weil der Tim und der Manu, die haben danach gesagt, hey, schaut mal mit hoch, wenn ihr Lust und Zeit habt. Und ich glaube, da können wir uns auf alle Fälle eine schöne Zeit machen. Wir sind jetzt seit 1,5-2 Stunden unterwegs. Sowas, ja. Oder? 45 Minuten haben wir noch. Also, ist überschaulich. Genau. Dann geht es ja eh um 17 Uhr schon los. Und danach wird dann noch fein geschmaust. Jetzt wollte ich sagen, fein gemaust. Beim Basti. Beim Basti wird fein gemaust. Ich weiß nicht, ob der Begriff jedem gängig ist, aber mausen heißt ja eigentlich Koitus betreiben. Also geschmaust, es wird fein geschmaust, fein gegessen. Ja, freuen uns auf alle Fälle schon, oder? Dann fahren wir noch mit zum Tim. Stimmt, danach haben wir die Ehre, noch Tim seinen eigenen vier Wänden zu besuchen. Vielleicht kann ich auch mal die Feuerwehrleiter runterrutschen. Schauen wir mal, was er anwiesen hat. Habe ich im Video gesehen. Ich habe schon gesagt, ich übernachte auch in der Feuerwehrleiter. Ich glaube schon, für die Kids hat er das gemacht. Die ist aber nicht ausgelegt für dich. Das probieren wir aus. Das ist ein 100 Kilo Brocken. Ich habe mich heute früh gewogen, gell? Ich habe 109 Kilo. Eigentlich schon viel. Stabil. Ja, aber halt nicht prall, sondern fett. Aber ja, die Umstände kennen wir. Ich habe jetzt heute erst meinen eigenen Kühlschrank bekommen, weil ja wohnungsbedingt jetzt auch. Es ist wieder alles momentan umgeschmissen. Aber ich sage jetzt mal, ab Sonntag kann ich wieder preppen. Will das auch wieder ein bisschen. Wird dann freilich noch ein bisschen naschen auch zwischendrin. Wie ist denn bei dir eigentlich, Flo? Wie meinst du? Mit dem Essen allgemein. Hast du jetzt über die Feiertage gegessen, was du wolltest? Ja, zweimal ganz mit Klöße und Bratwürste. Ach, das ist was da, das ärgert mich. Also Bratwürst. Bratwürst. Bayerisch. Bratwürst. Greicherte. Geräucherte Bratwürste. Genau. Aber ja, bloß zwei Tage hintereinander und dann habe ich mich schon wieder stabilisiert. Stabilisiert. Ja, ja, bei mir, ich habe es bei dem Podcast gestern beim Torben schon gesagt, bei mir gab es am Heiligabend Reispudding mit Whey, weil es zeitlich einfach so viel zu machen gab. Und ich muss sagen, auf die geräucherten Bratwürste, da hätte ich richtig Bock gehabt. Das hat es bei meinen Großeltern immer gegeben. Da hast du dir das reingestopft, bis das dir aus allen Öffnungen wieder rausgekommen ist. Der Basti hat bestimmt welche. Jetzt, wo du sagst, das wäre natürlich schon ziemlich geil. Aber ich weiß nicht, ob es in Hessen, ob es zwischen Hessen und bayerische Bratwurst Unterschiede gibt. Da sind wir jetzt vorsichtig. Nein, normalerweise. Mit unseren Aussagen, dass wir da irgendwas schlecht reden. Nee. Der hätte jetzt schon einen coolen Spruch parat, da bin ich mir sicher. Stimmt. Aber was ich mir auch denke, wenn die auch nur ansatzweise so gut schmecken, wie es zum Beispiel die Tatarbeißer tun, dann wäre das, glaube ich, schon was richtig Feines. Letztes Mal, wie wir beim Basti waren, habe ich schon an der Theke gesehen, dass da Bratwurst-Gehack ist. Bratwurst-Kack. Da hätte ich auch am liebsten Bock gehabt, was mitzunehmen. Das Zeug schmeckt auch so geil. Also ich bin eigentlich voll der Brotzeit-Typ und du? Schmeckt mir schon auch, aber ich, ja, man lässt es natürlich dann irgendwie zwangsweise weg, dass man sauber und clean ist. Ja, aber ich habe mir echt gedacht, so jetzt über Weihnachten, mein Gott, drauf geschissen. Ja, ein paar Tage kann man schon mal cheaten. Ja, ja. Ich glaube, man braucht das auch ein bisschen, also dieses Cheaten, weil klar, also Neujahresvorsätze, das ist ja immer so ein Diskussionsgrund, wenn man sagt, ja, wenn du das davor schon nicht schaffst, dann schaffst du es auch da nicht, weil das an der Einstellung liegt und so weiter. Aber wie lautet der Spruch nochmal, wo sie sagen, man wird nicht fett zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Ja, genau.
Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Muss mal schauen, weil ich weiß jetzt nicht, ob das aufnimmt. Semi nice zu Indie. Fünfst du schon? Ja. Ja, hallo liebes YouTube, Seminar ist zu Ende, war richtig geil, haben ein paar coole Fragen stellen dürfen, ist jetzt alles ziemlich schlagartig gegangen, wie lange hat es jetzt dauert? 2 Stunden, oder? Ja, 2,5. Also ich möchte jetzt sagen, dass ich es so hat, weil es gefühlt echt schnell rumgegangen ist und jetzt habe ich mir gerade noch einen Burger hinter die Waffe geschoben. Und jetzt geht es dann bei der Bürgerei weiter. War auf alle Fälle sehr informativ, sehr interessant. Und war cool, jetzt mal die Leute auf dem Haufen so zu sehen. Genau, war ein schöner Abschluss eigentlich. Ja, jetzt checken wir dann Hüfte, Rinderhüfte gibt es. Rinderhüfte? Ja, ich hätte auf alles Bock. Ich bin ja momentan eh total out of control. Ich habe ja auch die letzten Tage eigentlich nur Bullshit gegessen. Ich glaube, ich ist auch schon. Hat sich die Lage entspannt, das ist echt krass. Wenn das Seminar rum ist, kommen die Leute, wollen Fotos machen und so weiter. Ich habe zu mir sind auch hier gekommen, das hat mich voll gefreut. Ja, 10 Stück mindestens. Echt? Ja, mindestens. Ich habe nicht aufgepasst. Aber ist ja voll im Flow jetzt. Ja, war wirklich cool. Also nach Lieder, super tröstende Worte, positives Feedback und alles Mögliche. War echt geil, war wirklich geil und ich freue mich jetzt auf einen weiteren Abend und dann, wie es halt allgemein heute Abend, heute Nacht, morgen weitergeht, da halten wir euch auf dem Laufenden. Das wird jetzt dann eh gleich geswitcht, dann gut. Ach, du filmst schon. Ich filme schon. Was sagt denn jetzt guten Morgen, liebes YouTube? Gummo. 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 Ja, gestern war es ziemlich geil. Wie gesagt, das Seminar war sehr sehenswert, sehr unterhaltungsvoll. Und danach gab es noch schön bei der Bürgerei was zum Futtern im engen Kreis. War sehr familiär und war cool, Geschichten damit anzuhören, sich auszutauschen. Also da waren ja lauter Leute, wo unglaublich, dass der geballtes Wissen dort gehabt. Ja, und jetzt sind wir gerade eben erst aufgestanden, deswegen stehen wir wieder so da. Und ja, jetzt chillen wir einfach noch eine Runde. Jetzt gibt es Frühstück. Ja, wir sind königlich bekocht worden heute Morgen schon. Also kann mit sowas gar nicht umgehen, wenn die Leute da einem so viel Gutes tun. Ja, jetzt chillen wir eine Runde. Warte, du weißt gar nicht, was das hier bedeutet gerade. Das, wie sagt man? Das letzte Frühstück vor dem Beintraining? Ja, ja. Guck dir doch mal genau an, kann das sein, dass es nachher hochkommt und anders aussieht? Anders aussieht, ja. Quadrizeps steht heute an, Jungs. Ja. Und Mädels. Ja, der Muskelkater ist weg, also eigentlich müsste es heute gut gehen. Nix war eigentlich. Es gibt's nichts. Schauen wir mal, was ist der Tinder? Ist die Detox-Phase vorbei. Ja. Bei dir, bei mir auch bei dir. Ich muss schon sagen, dieses Training mit mehr Wiederholung, das war mal ganz cool und war natürlich auch, hat auch ordentlich reingefetzt, muss ich sagen. Aber jetzt, wenn ich ins Training gehe und wieder so ein bisschen meinen Progress-Gedanken habe, das ist schon viel cooler. Ja. Ich kann euch sagen, es ist immer alles von eurem Mindset abhängig. Und wenn ihr so ins Training geht und seid in so einer Recovery und habt so im Kopf, ja, aufbauen muss ich jetzt sowieso nichts, sondern nur erholen. Oh, das ist irgendwie so schnullig, irgendwie. Weiß auch nicht. Jetzt gehe ich ins Training, jetzt will ich wieder besser werden, weißt du, jetzt so habe ich diesen Kampfgeist. Hast du trainingstechnisch jetzt gesagt, du machst jetzt so weiter, wo du jetzt aufgehört hast nach der Vorbereitung? Ja, schon. Okay. Hat ja gut funktioniert. Ne? Man sucht immer nach einem noch besseren heiligen Gral und man muss halt auch einfach mal Geduld haben. Einfach, ne? Ja. Und in der letzten Offseason habe ich ja einiges umgestellt mit Manu und das hat ja gut Früchte getragen. Da muss ich jetzt einfach anknüpfen. Ne? Wie war es für dich eigentlich, wenn ich neue Übungen gekriegt habe von Manu, dann fängst du ja gefühlt von null an. Ne? Wie war das für dich? Also ich bin zuerst mal gar nicht zurechtgekommen damit. Ach nee, ich würde sagen, es war eigentlich so gut wie nichts richtig neu für mich. Das war auch das Schöne, er hat mich einfach in meinen Ansichten oftmals gestärkt. Also viele Dinge habe ich schon oft so gemacht, aber vielleicht nicht so in der Regelmäßigkeit, weil ich nicht so den Wert hinter dieser Übung oder dieser Ausführung erkannt habe. Und dann hat der Manu schon gesagt, nee, mach das ruhig. Also beispielsweise, dass man mit
richtigen Kontraktionsphasen arbeitet und dann aber auch so Pumpphasen hinterher macht. Also wenn man als Beispiel nimmt, jetzt ein Ruder oder eine Maschine, jetzt einarmig, dass man wirklich ins Versagen reinzieht, dann macht man einen Drop, dann zieht man nochmal so ins Versagen rein, ja, mit schönen langsamen Wiederholungen, dann droppst du nochmal und dann pumpst du nochmal richtig Blut rein. Also dann nochmal so richtig nachpumpen. Ja, einfach nochmal das Maximum irgendwie rausholen. Ne? Genau, aber mit so einer richtigen Pumpphase. Ne? Also richtig schön eine Runde konzentriert richtig in den Rücken rein und dann richtig reingeschossen. Das macht, finde ich, aber auch irgendwie Spaß, wie wenn du stupide nur 8 bis 12 Wiederholungen machst. Ne? Und ich habe das immer gemacht, aber war halt immer unsicher, so ist das so richtig, was ich mache, so irgendwie fühlt sich gut an, aber weiß auch nicht so genau. Mhm. Und der Manu, das ist halt das Schöne daran, wenn du halt mit deinem Trainer so eine Sprache sprichst, ja, und du sagst so, nee, das passt schon, mach das ruhig weiter, das ist eine geile Sache. Ja. Und ja, da machen wir jetzt weiter. Jawohl. Und jetzt genießen wir erstmal das phänomenale Frühstück, sonst sieht man das ja immer über die Story. Ne? Also das schaut ja sau lecker aus. Ne? Rührei. Oh. Omelette. Ich bin ja persönlich jetzt mega aufs Ei auch gespannt, weil das ist gutes Heim-like. Und bei mir ist es so, ich mische das Omelette nochmal und klappe es zusammen. Und dann quasi in der Mitte die Pilze sind und hau Ketchup drauf. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es jetzt immer so schmeckt. Schaut richtig gut aus. Jetzt sage ich schon mal guten Appetit und dann starten wir langsam, oder? Ja, jetzt haben wir gleich rein. Jawohl. Weißt du, was ich mir da auch gerade denke? In der Bach, die sind ja meistens uralt. Ne? In Siedlungen waren da früher, auch da denke ich schon wieder am Metalldetektor, dass ich da wieder auf Suche gehen kann. Ja. Habt ihr Burgen in der Nähe? Burgen, ja. Ja, da ist immer gute Chancen, da habe ich meine Goldmünze gefunden. Wir haben mal mit Metalldetektor auch mal was abgesucht, da haben wir Bomben gefunden. Ey, das ja, ist von der Kriegszeit, war da viel? Ja, hier im Kasseler Bereich wurde viel abgeworfen früher. Okay, krass. Ja. Ich kenne es jetzt von Nürnberg. Von meinem Kumpel, der Vater, war dann ganz hysterisch, als wir auf dem Pickup eine Bombe hinten drauf liegen. Ach, hau ab! Wir waren uns jetzt sicher, was das ist und haben es einfach mitgenommen. Seid ihr bescheuert? Bringt das zurück, sofort! Ja, geil! Also starten wir. Jawohl. Schön. Warte mal, Schlüssel. Schlüssel? Kannst du mal gehen. Oh, ich speier jetzt schon. Guten Morgen, vielen Dank. Guten Morgen. Tür aufhalten. Also, ja. Jetzt wollte ich sagen, back to the roots. Warte mal, ich mache das hier. Ab in die heiligen Höhlen. Heilige Eisenhöhle. Morgen. Grüße. Morgen, moin. Moin. Immer ein schöner Mischkonsum. Was gibt's denn heute? Heute habe ich den Pump und Pump Plus Booster gemischt, weil der Beintraining mit dem Tim ansteht. Ein bisschen Stimulantien sind da nicht schlecht. Der Kaffee allein ihn reicht nicht, gell? Ja, ja, der war auch gut. Der macht mich jetzt auch schon total hibbelig, aber vielleicht gibt es nochmal ein bisschen mehr Fokus. Ich hoffe, dass das Frühstück drin bleibt. Warte, Matthias, spann die Wade an, Junge. Du hast doch den linken. Action, Tim, komm. 2 3 Drop. Weiter.
gekommen. Das kommt. Weiter, weiter. Easy. Ah, fuck. Ah. Jetzt merkt man das doch anstrengender, weißt du? Boah, macht dir keinen Mucks. Was ist los? Rennt wie Hölle. Nicht einnehmen. Ich gemerkt habe, dass ich voll hyperventiliere. Ja. Ich habe mal so einen Höhentaucher kennengelernt. Der kennt sich halt extrem mit aus, mit Apnoe tauchen und so. Und der hat gesagt, mach das. Vor dem Beintraining, vom Satz. Sauerstoff. Die Sättigung geht halt dann einfach nochmal kurz hoch von 97 auf 99%. Ja. Und zwischen den Sätzen geht es ja vielleicht auf 93 runter. Dann nimmst du ein paar Hübe Sauerstoff und kriegst du schnell wieder auf 99, gerade bei so Dropsets oder so. Wäre nur eine spannende Geschichte. Das müsste halt 100% reiner Sauerstoff sein. Ja, ja. Wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Ich habe kennt ihr diese Höhenmasken, wo die MMA-Fighter mit einem oder Widerstand einstecken kannst, ja, bei ein- und ausatmen. Du musst dir deinen Körper dazu zwingen, dass du gleichmäßig atmest. Ich weiß noch, ich habe damals Kreuzheben gemacht und es war alles komplett prall und zu. Und wie du die Maske runterzogen hast, das war wie so ein Turbolader. Du musst auf einmal wieder hell wach. Du schon, dass du nicht kollabierst irgendwann. Ja, ja. Wenn du die Maske zu eng ziehst. Du bist dran. Du droppst. Ich bin da. Wollt zwei Scheiben? Ja. Let's go, come on! Los, Schneewittchen, komm! Eins. Geil. Zwei. Geil. Open Bodybuilding, denk dran. Drei. Komm jetzt, komm. Vier. Und weiter geht's, komm. Drop, drop, drop. Weiter geht's. Super, schön offen, schön locker. Nicht reinsteigern. Komm, ist nix. Nur ein bisschen Gewicht. Komm, drop. Komm, zwei noch. Ein noch. Ja. Und absetzen. Komm jetzt, komm. Und absetzen. Absetzen. Restpause. Sauber. Endlich trainiert er mal richtig, der Junge hier. Mitnehmen. Ich merke es, weil ich keine Kraft habe. Ich habe auch keine Stimme mehr. Scheiß Geschrei. Stimme so weg. So muss es sein. Oh. Jetzt komm. Komm, Holle. Jetzt komm. Komm, jetzt komm. Open Guy, komm. Ja, let's go. Komm jetzt. Komm jetzt. Big Rami. Ja, Junge. Komm, Hadi Chopin, den musst du schlagen. Komm. Ganz hoch. Ja, komm. Ah, fuck. Letzter. Oh mein Gott, komm. Komm! Scheiße! Super! Sehr gut! Das
Noch aber gescheit ausgeknetet heute. Ich wollte erst noch schreien, ich schlag dich sowieso. Das ist genau, wenn ich so knick, dann fliege ich. Stimme ist weg. Ja, ich höre mich an, als ob ich auf dem Festival gewesen wäre. Aber ihr habt jetzt schon richtig Gas gegeben. Halt. Ja. Wieso habe ich dich noch nicht gesehen im Training? Ich will auch nicht. Das ist der krasseste Moment war jetzt Haken Schmidt. Ich habe noch nie so viel Gewicht aufgelegt, weil bei uns im Studio ist da gar nicht der Platz dafür. Da sind gar nichts mehr draufgegangen. Nee, nee. Das waren 20 Scheiben. 25er und ich glaube sogar 30er. Die sind halt beide neben mir gestanden. Und dann hat er, irgendwas hat er zu mir gesagt, wo ich dann in dem Moment so aggro geworden bin und gesagt habe, fick dich. Das wird wahrscheinlich. Das habe ich aber. Servus. Das habe ich aber eingefangen. Ja. Und das muss dann Bodyshake rausschneiden, einfach piep, piep, piep. Das wäre eigentlich ganz lustig. Du kennst doch die ganzen Ami-Serien, wo sie dann halt fuck, fuck, fuck sagen und du hörst noch piep, piep, piep. Ja, genau. Ja, aber. War ein krasses Quad-Training. Ich habe jetzt vor 3 Tagen erst Quads gemacht, habe noch so einen leichten Muskelkater gehabt. Aber das war jetzt ja schon höchst intensiv. Das hast du da jetzt drauf trainiert. Ich habe vorhin schon zum Tim gesagt, hey Tim, wo ist noch euer Kotzeimer, nur zur Sicherheit, weil ich gemerkt habe, so jetzt geht's hoch. Ja. Nee, war geil. Aber es ist gegangen. Also, Schmerzlevel fand ich bei der Beinpresse krass, aber sonst ist es gegangen. Es war wirklich einfach nur mega anstrengend und intensiv halt. Und es waren halt einfach richtig die Belastungsgrenze. Also mehr ging nicht mehr. Ja. Also, wenn ich nicht da gestanden wäre, dann wäre ich nach der ersten Wiederholung teilweise am Abkacken gewesen. Aber dann setzt halt reizig, oder? Ja, dann mal andere. Ja. Jetzt watschen wir da noch mal kurz mit dem Training und dann schießen wir wieder los, oder? Genau. Wie war dein Training heute? Ja, ich hab Push durchgehauen. Ich habe nicht so lange gemacht wie ihr. Ja. Ja, da brauchst du die Satzpausen, weil das geht ja so aufs ZMS. Ja, ist hat ja einen Kreislauf zusammen. Ich hoffe jetzt einfach wirklich bloß, dass es vom Schwein kommt und nicht, dass ich krank werde. Ja. Schon wieder. Ich glaube, das war jetzt schon. Die Stimme ist ein bisschen belastet. Aber geil ist es, weil du im Kopf halt. Der Kopf ist auf einer anderen Ebene. Der Tim kann es aber, ja, der pusht einen da einfach. Vollgas. Vollgas. Ja. Okay. Gut. Schauen wir mal, was er noch sagt. Ready. Ja, nach vorne kommen wir. Haribo macht Kinder froh und den Timmy ebenso. Das vor 10 Jahren hast du schon gesagt, dass du die Katjes Joghurt ganz lange Training gegessen hast. War damals sehr aufmerksam. Okay. Ja, seit 2011. Da die Violet hat mir damals ein Heft gezeigt, wo du gerade die WM gemacht hast. Mhm. Also so musst du ausschauen. Ja, also bei Isolat, Glutamin, Kreatin und bei Haribos für die Kohlenhydrate. Ist tatsächlich jetzt so meine fast die letzte Post-Workout-Mahlzeit, die jetzt so stattfindet. Denn wir haben heute den 30. Morgen ist der 31. und ab 1.1. geht es wieder in die Aufbauphase für mich. Wettkampfkalender fürs nächste Jahr schon offengelegt, oder? Ja. New York Pro hast du gesagt, gell? Wahrscheinlich im März beginne ich die Prep für Mai für die New York Pro. Und dann halt so eine USA-Saison. LA, mal gucken, was da noch so kommt. Vielleicht dann nochmal Spanien, kommt ja dann, glaube ich, im Juni nochmal. Okay. Platz ja. Bist du, dass du dann wirklich, keine Ahnung, 2-3 Wettkämpfe in Amerika machst, bis du dann wieder zurückreist? Wäre am besten. Das ist ja sinnvoller, weil dann jumpst du nicht zu und her. Also, ich würde es gerne so machen wie 2019, dass ich LA und New York mache. Dann komme ich zurück, dann mal schauen, wie es halt ausging. Ja. Dann halt Europa. Vielleicht nochmal 1-2 Wettkämpfe. Also, ist natürlich das Ding, ist alles immer davon abhängig, wie es läuft. Halt einfach. Ne? Wenn es geil läuft, ziehe ich durch, mache ich weiter. Wenn es richtig geil läuft, dann brauche ich nicht weitermachen. Dann mache ich halt Pause, dann eben für Olympia. Und wenn es halt scheiße läuft, dann muss ich halt Gas geben. Naja. Ist der, ich habe irgendwie mal gesehen, dass der EMI oder was, dieser 8 startet international. Ich glaube, diese New York und so peilen viele an. Okay. Ja, du hast ja gesagt, dass es auch ziemlich geil dort sein soll. Ne? Ja. Ja, also allein schon das Traveling drumherum, New York, L.A. und so. Ja, warst du schon mal in der Gegend? Nee. Noch nicht. Das ist auch für dich eigentlich neu und geil. Ich will da auch. Doch, New York Pro habe ich schon mitgemacht. Ach, New York Pro hast du schon mal mitgemacht? 2019. Okay. Und L.A. Okay.
Hey, da. Ich war ja schon einen Wettkampf weiter. Da kommen dann noch so Wettkämpfe wie Vancouver und sowas. Oh, in Kanada. Und Puerto Rico. Die habe ich noch nicht mitgemacht. Das wäre aber auch mal geil. Ja, genau. Ist da das Klientel auch sehr hochkarätig, also dass du da bekannte Leute hast? Oder? Kann man leider nie so sagen. Also ich würde behaupten, dieses Jahr waren die Europa-Shows, die ich mitgemacht habe, teilweise vom Line-Up her stärker als manche US-Wettkämpfe. Du willst letztes Jahr Orlando, der Wettkampf, da hat Hassan Mustafa, glaube ich, gewonnen. Mhm. Den habe ich auch schon mal geschlagen und da waren wesentlich weniger gute Starter. Ja, aber da hast du halt, das ist ja trotzdem irgendwie eine Glückssache auch, ne? Kannst du es ja nicht irgendwie vorausplanen. Always, ja. Ja. Ja, bei. Aber vielleicht packe ich dich ja ein. Ja, wäre cool. Vielleicht kommst du ja mit. Alter. Und dann rocken wir die Sache zusammen in USA. Genau. Wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Holle im Open Bodybuilding sehen wollt. Mit mir auf der Bühne in den USA. Schreibt es in die Kommentare. Let's go. Motiviert den Holle mal. Jawohl. Also in diesem Sinne, ich muss heim, meine Kids warten. Ja. Schönen Dank für euren Besuch. Danke für die Gastfreundschaft. Gell. Bis zum nächsten Mal, immer gerne. Ja, cool. Wenn es nicht gar so weit weg wäre, ich glaube, ich würde jedes Wochenende hochkommen. Nee, war wirklich immer gerne. Sau cool. Dann so, liebes YouTube. Viertel fünf. Viertel fünf, ja. Ja, im Dunkel wird es wieder. Genau, sind gut durchkommen. Jetzt heißt es Feierabend. Sachen mal ausräumen. Ja. Die Stimme ist weg. Vielleicht mal die Reboots auspacken, um die Oberschenkel zu massieren, weil das war halt wieder Schmerz ohne Ende mit dem Tim zum Trainieren. Aber das war richtig geil. Hat gut getan, auch die ganzen Leute zu sehen. Danke, dass auch du mitkommen bist. Ja, gern. Und ja, morgen ist Silvester. Ich wünsche euch auf alle Fälle alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Egal, ob jemand Vorhaben hat oder nicht. Viel Erfolg dabei. Und ja, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich freue mich, was die Zeit bringt. Und ja, passt auf euch auf, kommt gut rein. Und dann bis nächstes Jahr. Ihr werdet es ja eh erst im neuen Jahr sehen. Von daher nachträglich alles Gute. Ciao, ciao.